Das nachfolgende Video enthält versaute Märchen. Bei Nebenwirkungen fragen Sie einen YouTuber oder Hotdog. Es war einmal auf einem Minecraft-Server, in irgendeiner dieser vielen Märchenwälder. Da lief unser Rotkäppchen entlang. Und wir alle kennen doch Rotkäppchen. Wirklich? Ja, wir kennen dich. Rotkäppchen war mal wieder unterwegs zur Großmutter. Auf einmal hört sie etwas im Gebüsch. Mutig wie sie ist, guckt sie nach. Warum hast du denn so große Augen? Na, immer hier im Wald kann man in Ruhe kacken. Es war immer eine Prinzessin, die in einen Turm eingesperrt war. Erwartungsvoll guckte sie hinunter, um auf ihren Prinzen zu warten, der sie retten möge. Boah, ey. Nächstes Mal gehe ich nicht einfach so mit einer Hexe mitten tief in den Wald hinein. Die hat ja noch nicht mal WLAN. Zu ihrem Glück näherte sich schon aus der Dorfkneipe Prinz Williwald, der Kneipenstuckspecht vom Ort. Oh, grüß Gott. Ja, was ist denn das hier? Das ist ja ein Turm. Ja, warte mal, das kommt mir ein bisschen bekannt vor wie ein Märchen. Ja, warte. Ja, ich nehme mir erstmal ein Stückchen Jägermeister. Der regelt's. Jo, wie war denn der Spruch? Ach ja, Schneeflittchen, lass da Haar herunter. Das ist ja Prinz Williwald, der Kneipenschlussspecht. Menschen soll sich ans Drehbuch halten. Ey, du Suftkopf, das heißt Rapunzel. Ach, guck mal aber, Leute, weil mal, ich nehm nochmal ein Schlückchen Jägermeister, der regelt's. Schneeflittchen, lass da Rapunzel runter. Oh, jetzt war's richtig, gell? Wir gehen wieder zu Rotkäppchen. Sie ist immer noch auf dem Weg zur Großmutter und wird so langsam ziemlich geil. Das Baguette hat sie schon durchgenommen, die Leberwurst. Und so langsam ist der Korb leer. Da hört sie es auf einmal wieder ein Gebüsch rascheln. Erwartungsvoll hofft sie, es ist der Wolf. Auf einmal taucht der Jüngling Pinocchio hervor. Kaum hat der Erzähler es ausgesprochen, ist der Kopf fallen gelassen und Pinocchio zu Boden gedrückt. Die letzten Worte von Rotkäppchen waren: Lüg mich an, lüg mich an, lüg mich an. Lügen darf man nicht sagen. Wann hat Pinocchio eigentlich gemerkt, dass er aus Holz ist? Mitzeglatze, 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 Mitzeglatze. Ui, Mitzeglatze, Mitzeglatze, Mitzeglatze. Genau, Holz brennt bei Reibung. Bist du denn so ein Prinz? Nein, nein, nein. Du meinst bestimmt meinen Bruder. Bei mir musst du eine blasen. Er ist gleich da drüben. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Schatz? Was tun Sie da mit meiner Frau? Ich denke, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich leg nur einen Lattenrost. Wirklich? Fällt Ihnen da keine bessere Lüge ein? Und Pinocchio überlegte sich eine bessere Lüge. Ja, ihr wisst ja alle, was passiert, wenn Pinocchio erstmal mit dem Lügen anfängt. Was sag ich Ihnen jetzt nur? Ich wollte das Zimmer vermessen, Fieber messen, Lattenrost messen. Ah nee, das hatte ich schon. Und? Ich höre. Wir machten Mathe. Ha, sehr lustig. Und wenn sie nicht alle so versaut sind, dann leben sie heute noch im Wald. Die Videoidee dazu kam uns eigentlich relativ spät in der Nacht. Wir haben irgendwie das Thema gehabt, versaute Märchenwitze. Fragt nicht, wie wir bis zu diesem Thema gekommen sind, aber wir wollten das Ganze dann in Minecraft ein bisschen umwandeln. Ich hoffe mal, wir haben es hingekriegt. Ansonsten möchte ich noch gerne mich bei meinen Darstellern bedanken, dass sie sich bereitwillig für die Szenen zur Verfügung gestellt haben. Das ist euer Applaus. Und falls du Interesse hast, beim nächsten Filmprojekt mitzumachen, dann guck doch mal bei der Xbox-Gruppe Hotdog Community vorbei. Da poste ich eigentlich immer, wenn das nächste Projekt ansteht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann hören wir oder sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.